Willkommen bei Gottenburg. Ich wollte euch jetzt nicht hier ein Schachbrettmuster aufbauen, ja, sondern wir haben hier frisch nochmal Spätaussaat, hier nochmal Spinat ausgesät. Und wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann hätten wir Waschbär, Katzen und Co., die hier buddeln würden. Die Waschbären, weil sie Futter suchen, das ist ja für die wie so eine Art Komposthaufen. Ja, eine Katzen, frische Erde, ja, das sowieso. Ja, und damit hier keiner drauf geht, habe ich jetzt einfach bloß hier die Holzstückchen quergelegt, um nicht noch extra jetzt noch ein Netz drüber wegzuspannen und so weiter. Ja, wir haben sowas Ähnliches schon mal gezeigt auf einem Hochbeet. Da haben wir das mit so einem Küchengitter, also Kühlschrankgitter gezeigt nochmal, falls ihr das mal sehen wollt. Ja, so, und wenn der Spinat nachher guckt und die Erde sich wieder noch ein bisschen, die ist ja jetzt hier lockert gewesen vor der Aussaat, sich ein bisschen setzt hat, dann wird das für Katzen so uninteressant und der Waschbär dann sowieso. Ja. Der frisst keinen Spinat, das weiß ich. Ja, also einfacher geht es doch nicht. Ein paar Reste von Holz. Ja, haben wir immer jetzt im Garten irgendwo in jeder Ecke. Wir lagern ja, wenn wir Baumschnitt machen hier, gerade es ist ja Herbst, immer so eine Äste als Stützen jetzt ein. Ja, wenn ich jetzt den nicht mehr brauche, kann ich den nächstes Jahr, Frühjahr, was weiß ich, um irgendeine Pflanze, die so groß wird, ja, dann anbinden. Ja, so. Ja, also einfacher geht es nicht. Macht nicht viel Arbeit und ist naturnah. Ja. Und wenn es dann trocken ist, so wie die untersten, die hier schon länger irgendwo rumlagen, dann habt ihr auch wieder gleich im neuen Jahr, wenn ihr dann gegrillt habt, dann macht noch ein bisschen Holz auf den Grill drauf, ein bisschen Feuer, trockenes Holz. So, also einfacher geht es nicht. Ja. Nun bleibt das so liegen. Das fliegt nicht weg, wenn Wind kommt, das weiß ich, weil ich das schon öfters gemacht habe, nicht hier, auch an anderen Stellen. Das könnt ihr auch bei jedem herkömmlichen anderen Beet auch machen. Jetzt haben wir hier mal ein flaches, naja, Hochbeet, würde das jetzt auch passen. Ja, wenn ich das hier bearbeite und noch was aussehe, dann könnte ich das auch drauflegen. Selbst wenn ich es bloß auf die Erde lege, wie ich es jetzt hier mache, geht dort weder eine Katze drauf, weiß ich nicht, warum die da nicht drüber weg, vielleicht stört ihn das. Ja, denn die buddeln ja auch fast schon so wie so ein Hund, wenn sie ihr Häufchen da gesetzt haben. Ja. Oder der Waschbär, der geht da auch nicht drüber weg. Ja, also wie gesagt, so kann ich das abdecken. Ja, gerade im Frühjahr, wenn er dann aussieht, packt doch einfach mal irgendwas drauf, so spart die mühsamen Netze da, die Kunststoffnetze drüber wegzuspannen. Ja, gerade wenn die Amseln wieder Hunger haben, früh auf Regenwürmer, dann ist das ja absurd, wenn die dann rumpicken da oder um Regenwürmer zu suchen. Ja, so einfacher geht's nicht, das war's. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.